wir mal. 40 Sekunden noch. Volle Mana. Zwerge, die im Wasser trinken. Alles, wie es sich gehört. Dann gehen wir mal da oben, können wir noch zu machen. Obwohl ich ganz gerne vorher das da aufbrechen würde, das da abbauen. Na gut, lassen wir es. Portal kommt. Tür steht, Tür steht, Tür steht. Sieht soweit alles echt gut aus. Hier, die sind auf dem Dach. Goblins vor der Tür. Alles, wie es sich gehört. Genau, Jungs, sammelt euch hier, esst ein bisschen Fischsuppe und Fett. Gleich geht die Keilerei los. Da, direkt vor der Haustür. Also, Hand immer da. 1, 2, 3, 4, wo gehst du hin? 5 Zwerge, 4 Zwerge greifen an. Es werden immer weniger. 3 Zwerge greifen an. 2 Zwerge greifen an. 1 Zwerg wird verprügelt. Ah. 1 Zwerg greift an und ein Yeti ist vom Dach gesprungen. Okay. Ja, schaut schon mal nicht so gut aus. Also es wird nicht wirklich ein Problem. Was zur... Das würde mich auch verängstigen, wenn Yeti plötzlich 5 Meter hoch springt. Das muss reingepatcht worden sein. So, Jungs. Wäre cool, wenn ihr mal versuchen würdet, da was zu töten. Genau, weil die Skelette konzentrieren sich auf... Warum macht ihr nichts? Skelette konzentrieren sich auf die Tür. Ihr hättet alle vorher schlafen sollen. Geschlafen, 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 geschlafen. Geschlafen. Macht nichts. Kontrolle übernehmen. Raus da. Du musst töten. Wie? Zwerge fliehen. Ihr sollt entweder... Warum kommen von links auch Skelette? Achso, das sind die Standardskelette. So, befreien. Töten. Oh oh. Okay, wenn ich 9 Tötenbefehle verteile, dann springen die aus dem Bett und wollen sofort töten. Und was zur Hölle? Die haben schon alle Türen eingeschlagen. Was ist neu? Normalerweise schaffen sie es in einer Nacht nicht, eine Tür kaputt zu hauen. Also es wurde definitiv einiges gepatcht. Ich hätte vielleicht doch wieder auf den Bogen umwechseln sollen. Könnt irgendjemand irgendwas töten, bitte? Es dauert noch eine ganze Weile, bis Tag ist. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt tagsüber sterben, weil sie ja in unserer Festung sind. Genau, einer tot. Sehr gut. Ihr müsst nur ein bisschen Risikofreude... Tut da. Wedelzwerg. Kontrolle übernehmen. Was machen die denn mit unserem Totem? Ah. Gib ihm. Genau. Siehst du wohl. Mit einem Herzen klettert er eine Eiswand hoch und... Oh oh. Oh oh. Flieh. 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 Flieh schneller. Die sind garstig jetzt inzwischen. Die sind richtig garstig. Du, stopp nicht weg. Nicht abhauen. Du willst zwar Kontrolle übernehmen. Gib ihm. So. Befreien. Roster, Lager. Wo sind meine Türen? Eine Tür. So, die müssen noch eingesammelt werden. Okay, baut bitte mal eine neue Tür da auf. Und dann da und dann überhaupt. Und der Tag kommt. Schon anderer Schnack. 5 Meter hochspringende Yetis und Skelette, die mit 2-3 Schlägen die Tür einhauen. Also jedenfalls eine Holztür. Macht das Ganze schon ein wenig anspruchsvoller. So, und jetzt jeder Zwerg. Oh, ein Viertelherz. Geh schlafen, 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 geh schlafen. So. Müsste ich jetzt mindestens jeden einmal angelegt haben.
Trotzdem gehen sie nicht schlafen, sondern unterhalten sich über die Sonne und Tee. Und die Sonne und die Sonne. Jungs, kommt schon, ihr müsst schlafen. Lord Helmchen, du hast nur ein Viertel Herzen. Geh schlafen. Geh schlafen, geh schlafen, schläft, schläft, schläft. Geh schlafen. Schlafen. Okay, doppelte Geschwindigkeit. Extrem synchron Schnarching. Oh, wir haben nur 8 Betten. Ernsthaft? 4, 8, ja, oh. Das sollten wir noch ändern. Blotch. Behold der Tod. Also ja, das hier muss weg, das muss weg. Wir müssen das wirklich zu dem Schlafzimmer wieder umbauen, wie es eigentlich mal geplant war. Aber derweil können wir mal gucken, was wir noch so bauen können. Was die Teiche angeht, da kam die Idee auf, dass eventuell das Wasser versickert, weil es nicht aus Stein ist, der Untergrund. Das sollten wir also mal kurz testen. Jetzt muss das Wasser weg. Dich vielleicht auch noch weg, so. Da eine neue Tür hin, da eine hin. Wow. Das war gemein. Oh, warte mal, vielleicht springen die gar nicht. Vielleicht nehmen sie sich gegenseitig auf die Räuberleiter und werfen einen dann hoch. Also, das kennt ihr bestimmt, wenn man so die Hände zusammen macht und dann Fuß drauf und dann hoch katapultiert. Vielleicht machen die sowas. Und warum sind das 6 Yetis? Gibt es irgendwo jetzt einen Yeti-Spawner? Guck mal. Also, es gab 2 Patches in der Zwischenzeit. Da kann gut was reingekommen sein. Ah, ganz viel Kohle da. Aber nee, ich sehe kein neues Gebäude. Was aber halt auffällig war bisher, sind die vermehrten Yetis, die springenden Yetis und mehr Kraft bei den Skeletten. Also dass sie wirklich sehr schnell die Türen reißen konnten. Die sind schon voll. Okay, im Gegenzug wird wohl die Regenerationsgeschwindigkeit der Zwerge erhöht, also wenn die schlafen. Was ganz okay ist, kann man nicht meckern. Töten, töten, töten. Schnitzel, schnitzel, schnitzel. Schnee weg. Versteckt die Mauern. Neue Aufgabe. Was haben wir da? Rüste Stahlhelm aus. Deluxe. Schmieden. Baue Komfortbett. Baue. Boah. Ganz viel Zeug, ja. Antimatter. So, Scaffolding weg, Scaffolding weg, Scaffolding weg. Scaffolding neu. Eisblock. Hier, wir haben nicht mehr viel Eis. Eisblock da. Bau geht nicht. Bau Eis. Warum kann ich kein Eis auf dem Scaffolding bauen? Also ja, es macht eigentlich schon irgendwie Sinn, aber... So, und da unten. Setze vorne Erde, setze vorne Erde, setze vorne Erde. Stirb. Bau Eis. Geh weg, du komisches Grisselding. Scaffolding weg. Kristallding weg. Pilzding weg. Scaffolding neu drauf. So. Füllt sich langsam, okay. Eis, Bau Eis. Wir brauchen mehr Eis. Mehr Eis. Bau Eis. Bau Eis. Bau Eis. Ich brauche auch mehr Scaffolding, aber das ist nicht wirklich was Neues. Zwerge können echt super grummeln. Bau Eis. Töte Schnecke. Der kann auch weg. Splosh. Bau Eis. Töte Schnecke. Splosh. So, also. Becken ist jetzt voll. Wir haben nur unten Stein. Das heißt, theoretisch könnte es immer noch an den Seiten wegsickern. Das müssen wir im Auge behalten. Wenn es wirklich wegsickert, dann ersetzen wir die drei und die drei auch noch durch Stein. Fischen.
reicht das schon? Ne, ein Block fehlt noch. Okay. Bau Eis. Wir können noch nicht fischen. So, du, wo du gerade hier rumstehst und... Was? Nein. Kontrolle übernehmen. Mach erstmal das Loch zu. So, hoch. Genau, ich hätte gerne... Befreien, Kontrolle übernehmen. Dass du das da abbaust. Ah, es geht sogar, okay. Zu. Zu. Geh runter. Geschehen. Ich weiß, du hängst gerne an der Wand und kletterst gerne hoch, aber ich soll runter. Denn so. Das Ding. Bring die Schnecke um. Zu. 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 Scaffolding weg. Zu. Sehr gut. Befreien. Raus. Raus. Sehr gut. Eine Lücke gefüllt. Bleiben noch zigtausend über. Wasser ist soweit überall voll. Fischen. Das scheint zu funktionieren, aber behalten wir, wie gesagt, im Auge. Oh, und wir haben ganz viel Zwerge, die nichts zu tun haben. Das geht nicht. Tür bauen. Schnee abbauen. So. Ganz viel Schnee abbauen, dich töten, Schnee abbauen, Schnee abbauen. Holz bräuchten wir, glaube ich, auch wieder. Sagt ein Attackbaum so. Metallrad, Waggon, Fass, Bier. Bier klingt gut. Mühle, Mehl, Brötchen, nee. Komfortbett klingt gut. Wie viel Stoff haben wir? Holz haben. Ja, Holz geht eigentlich sogar. 5 Komfortbetten. Haben wir was von den venezianischen Stuck drüber? 1. Das ist nicht gut. Sand, Wasser, Ton. Ganz viel Stock. So. Okay, dann kommt hier das neue. Ersetze Erde, ersetze. Ah, es dauert wieder. Aber wir können jetzt hier nicht wirklich viel mehr Betten reinbauen, als wir unten auch reingebaut haben. Auch wenn die Etage breiter ist, aber sie ist halt nur ein Feld breiter. Das heißt, hier ein Bett und da geht nicht, weil, ne? Aber wir können da irgendwelche Deko-Sachen hinbauen, das passt schon. So, die 5 Betten müssen erstmal gebaut werden. Ersetzen, 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 ersetzen. So, da hätte ich hier ein Portal nach hier oben. Dahin. Ich hätte gern die tot und das hier alles weg. Oh, stimmt, da wurde ich vorgewarnt. Jedes Mal, wenn wir jetzt ein Portal benutzen durch einen Zwerg, verliert das Portal einen Timer. Da. Es war bei 3 Minuten 13 oder so, ist einer durchgegangen, schon waren es nur noch 3 Minuten. Was ganz schön krass ist. Das heißt, die Portale werden jetzt recht schnell wieder verschwinden. Ja, Turmspitzen sollten wir auch bald mal forschen. So, alles weg, alles weg. Ja. Töten, töten, weg. Betten werden noch gebaut. Gut, gut. Fischen. Ja, die Seen scheinen soweit zu klappen. Also bisher ist nirgendwo Wasser verloren gegangen. Das ging vorher doch ziemlich schnell. Da fehlt eine Tür. Da liegt die Tür. Warum holt ihr das nicht? Doppelte Geschwindigkeit. Achso, weil sie nicht rankam. Okay. Das alles abbauen. Goblins. Wollen wir die Goblins töten? Wie schaut die denn so aus? Voll Lebenspunkte. Voll, 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 voll. Ja, oh, das ist gut. Okay. Dann sammelt euch doch mal bitte hier. Macht da ein Portal. Macht da ein Portal. Warum sammeln die sich jetzt auch alle? genau, kommt da alle hin. Angriffsbefehle auf den Obermufti. Und auf den und auf den und auf alle anderen auch. Und jetzt das da weglegen.
Gib ihm. Ja.